Kreuz. Willkommen beim nächsten Szenario. Der Olli ist hier mal und spielt die böse Seite. Ja, aber ich meine, Entschuldigung, also er muss der Trainer jetzt selber ran, oder? Wenn die Burschen, also Auswechselspieler 1 und 2 waren ja nur luschig bis jetzt. Genau, deswegen machen wir einfach mal nichts hier unten. So, der Stefan ist wie auf der guten Seite, der hält die tapfer und die Gefährten zusammen. Genau, wir spielen hier Szenario 5, Nebel auf den Hügelgräberhöhen. Wir haben hier unsere Hügelgräber, 4 Stück an der Zahl. Das sind auch schon die Grabunholde, die 4 Stück, die der Olli in die Schlacht ziehen darf. Und jeweils sind 5 Willenskraft und Stefan hat die 4 kleinen Hobbitze dabei, Frodo, Sam, Merry und Pippin und kann zusätzlich noch Tom Bombadil und Goldbär rufen, beziehungsweise Tom Bombadil kann seine Frau rufen, ne? Ne, auch die Hobbits auch können die Goldbär. Das ist nur sehr schwer, das geht nur auf die 6, soweit ich das verstanden habe. Mhm. Und auch erst, wenn er die Grabunholde sieht. Richtig, genau. Denn wir haben nämlich Nebel. Nebel, alles ist neblig. Die Grabunholde müssen sich, glaube ich, auf 3 Zoll oder so nähern, bevor ich die irgendwie sehen kann. Das heißt, mach das Bild jetzt mal kurz. 6 Zoll, 6 Zoll. 6 Zoll. Gut, 6 Zoll ist noch nicht ganz so. Aber ich sehe ausgezeichnet, für mich gilt das nicht. Ja, die Grabunholde haben die Nebelsicht sozusagen. Genau, richtig. Also Ziel von Olli ist es, entweder 2 Hobbitze in die Höhlen kriegen. Genau, wir töten die nicht, sondern wir zerren die in die Höhle rein. Das heißt, wenn der letzte Lebenspunkt verloren ist oder paralysiert ist, dann kann ich die so rüberzerren. Genau. Oder wenn Frodo. Genau, also entweder ich gehe auf Frodo und versuche den einen Platz zu machen oder ich schnapp mir 2 andere. Genau. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen an. Nee, nee. Und du als Team musst natürlich rüberkommen. Mit. Ja, ich muss mit 3 Hobbits diese. Genau, deswegen auch 2, wenn 2 weg sind, kann das nicht mehr schaffen. Ganz wichtiger Punkt, ich habe in 3 Zoll Umkreis um die Hügelgräber eine kostenlose Schildskraft runter. Gucken wir mal, ob mir die was bringt. Inni! Ich habe eine 4. 4 und 2. Da fängst du schon wieder direkt von vorne an. Olli holt seinen Würfel raus und nennt dann Inni. Ja. Ich brauche mal meine Maßband hier. Ich nehme mal das da drüben. So. 6 Zoll. Nein, kann ich nicht. Wunderbar. Kann nicht zaubern. Aber ich renne mal hier hin. Dad! Volle Kanne. Immer fester drauf, oder? Das sieht cool aus. Das sieht cool aus. Da kann ich zaubern. Und ich nehme 3 Würfel und zauber eine Paralyse. Auf die 4 plus. Einer ist runtergefallen. Der zählt nicht. Der ist Kippe. 4. Und einer noch. Der 4. So, das ist Pipi. Wie voll ist der noch, Pipi? Ein Leben. Achso, der hat ja gar keine Willenskraft. Magieresistenz. Ja, Magieresistenz. 4 plus. Er liegt am Boden. Ist paralysiert. Irgendwo habe ich auch. So, der erste Hobbit ist paralysiert. Man sieht es hier. Der rote, Pippin, liegt auf dem Boden. Und zittert. Ja. Pippin. So, der hat sich bewegt, der ist runter. Und jetzt gehe ich hier 6 Zoll. Bah. Ja, jetzt kann ich mich bewegen, zumindest darf ich es versuchen, weil in der Sonderregel muss ich würfeln, ob ich den bewegen darf. Bei einer 1 darf Olli den Hobbit bewegen, bei 2 bis 6 darf ich die bewegen. Fangen wir mal an hier mit Sam. Sam. Das ist Sam. Sam. Darf ich bewegen? So gerade. Dann kannst du nach dem Tom Bombadil rufen, oder? Dann darf ich jetzt Tom Bombadil rufen. Aber genau. Warte mal ganz kurz. Jeder Bewegungszeit hat irgendwie gesagt. Also kannst du jetzt Tom Bombadil versuchen, mit ihm zu rufen auf die 6. Kommt er? Genau. Richtig. Oh, nee, mit der 1. Drunter. Und er darf jetzt jede Runde wieder rufen. So, ja. Stehen Sie hier, ja. So, dann. Ja. Nee, der darf permanent rufen. Ja. Mary? Nee. Achso, ja. Aha, okay. Warum teilst du die denn auf? Aber gut, ich würde nicht auf. Weil er nochmal rufen soll. Ich darf mal rufen. Ah! Oder mit jedem? Ja. Ja, mit jedem, der einmal. Gesehen hat. Auch eine 1. Auch eine 1. Damit klappt das nicht. Und der sieht den aber, oder? 6 Zoll, oder? Ja. Ja, dann ruf doch. Hab ich hatte schon. Schon. Aber nicht geschafft. Ach so, das war. Ach so, sorry, Verzeihung. Mein Fehler. Mein Fehler. Und Frodo. Da hab ich auch das gesehen. Auch gesehen. Der. So. Mutig. Gut. Dann darf ich ja versuchen aufzustehen mit der 6. Richtig. Nein. Siehst du, kaum spiel ich gegen den Stefan. Die Auswechselbank steht jetzt im Spiel, dann läuft's hier, ja? So, schau's. Initiative. 2, du hast 6. So. Du kannst dreimal rufen.
Richtig. Also, mit ihm versuche ich erstmal zu rufen. Kannst du mit Parasiten rufen? Nein, mit Parasiten nicht. Mit Frodo kann er nicht rufen. Dann kann er mit Frodo nicht rufen. Ach, nicht stimmt. Er kann ihn ja noch bewegen und rufen. Ja. Genau, richtig. Also der kann mal rufen? Ja. Mit dem versuche ich zu rufen. Nein. Nein. So. Darf du sich bewegen? Ja, genau. Richtig. Darf du dich bewegen? Ich mich mal hin. Gut. Mit Sam versuche ich zu rufen. Nein. Darf ich mich bewegen? Das ist Kippe. Ja. Oh, kann ich angreifen? Oh, Mutest. Möchte ich ihn angreifen? Ja, ich will ihn angreifen. Jetzt haut er mit dem Spiel. Die haben nicht dieses minus 1 zum Mut. Nee, haben wir nicht. Okay, 5 plus. Oh, das reicht. Oh, jetzt wird es tragisch für mich. Ja, so. Hau ihn platt. Lass den Pin in Ruhe. Der hat schon gerufen? Genau, richtig. Ja. Der hier? Der hier, mal gucken, ob ich. Geht sich aus, oder? 10 Zoll. Ja, klar. Darfst du erstmal laufen? Ich muss erstmal laufen. Au, er darf nicht laufen, ausgezeichnet. Du darfst ihn entscheiden. Du darfst ihn bewegen. Ja, das ist natürlich schön und dann schicken wir den in die Richtung hier. Weg vom anderen. Genau, schön ins, zum Szenario. Ja. Ja, wir können es aber auch einfach simpel machen. Ich bin jetzt da. Moment, ich darf jetzt noch versuchen, hier mit ihm aufzustehen. Auf die 6? Nee, am Ende der Runde. Nicht am Ende der Bewegung. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Also 6 Zoll, baff, komme ich nicht ran. Aber. Kommt vielleicht ein anderer dran? Bleib langsam, junger Mann, langsam. 6 Zoll. Na, das geht auch noch nicht ganz. 6 Zoll. Nee, komme ich noch nicht dran. Ja, kann ich nicht schon. Ja, dann haben wir noch einen Nahkampf. Ah, auf die Fresse, komm! 3. Ja! Ich bin gerade Mutholz. So, auf den Mutwert. Auf den Mutwert, der hat Mut. 5. Ich glaube, Mutwert 5, also auf die 6. Oh, scheiße, das klappt nicht. Nein, nicht mit der 1. Nicht mit der 1. So. Du darfst aufstehen. Ich kann doch. Aber ihr seht, die gute, die böse Seite gibt Gas heute. Ich versuche aufzustehen mit. Nein. Initiative. Initiative. 2. 2. Ich hab. Richtig. Tja, das war's jetzt. Was macht der Olli? Der Olli gibt jetzt Gas. Der Olli möchte. 6 Zoll. 6 Zoll. Volle Kanne. Voll paralysiert. Dreimal Paralyse auf den Roll. Mit der 6. Jawohl. So geht das. Oh! Nee. Paralysiert. Der zweite da. Der zweite, was hat der für eine Farbe? Der hat einen blauen. Ich habe auch einen blauen Hobbit. Das ist der hier. Wer ist das? Das ist Pippin. Pippin? Nee, Mary ist das. Mary. Nein, ich muss sagen, ich hätte mich vorher ein Stück bewegen können. Ich kann ihn noch nicht angreifen. Ich stehe hier. Ich habe 7 Zoll. Also ich habe mich vorher 1 Zoll bewegt. Sorry, ich habe mich vermessen. Aber der hat weniger Willenskraft. 2. Aber er ist paralysiert. Der ist paralysiert, ja. So, wie sieht den beiden hier unten aus? Oder den oben erst? Der ging auch nicht, oder? Noch nicht, ne? Noch nicht, ne. 6 Zoll. Und 3 Willenskraft. Komm, los geht's. Mit der 5. So. Resistenz oder Mut? Erstmal die Willenskraft. 2. Jawohl, bestanden. Der Frodo ist mutig und sieht jetzt und kann demzufolge den Tom Bombadil rufen. Ja. Und so jetzt. Kann ich mich hier noch herbewegen? 6 Zoll. Es geht sich nicht aus. Nächste Runde kann der zaubern, der Kollege hier. Da oben ist der noch, der ist auch noch unbewegt. Oh! Natürlich versuchen wir mit 2 eine Paralyse zaubern. Nix! Warum hast du nicht anders gemacht? Was? Dahin gelaufen hättest du kostenlos zaubern können. Zu spät! Herr Kollege, ich möchte da einen Nahkampf mit dem hier. Okay. Gut, darf ich auch rufen, wenn ich im Nahkampf bin? Kannst du dich nicht bewegen? Warte mal ganz kurz. Ruf, glaube ich, in einer Bewegung. Müsste zu sagen, im Szenario sind sehr, sehr viele Spezial- oder nur Sonderregeln. Die müssen wir jetzt ein bisschen durchgehen. Und du willst erstmal mit den anderen rufen versuchen. Da ja. Steht, darf jeder Hobbit, der. Während seiner Bewegung. So einen beliebigen Zeitpunkt während seiner Bewegung. Ja. Seine Bewegung ist negiert, also kann das nicht machen. Nee, darf man nicht. Das hast du ganz mit ihm berufen. Ja, mit Frodo versuche ich zu rufen. Jawohl, da ist er, der Tommy Boy. Der rennt über quer durch, oder?
Der hat Waldbewohner. Waldbewohner. Der läuft durch alles durch. 6 Zoll hat er. Jo, der ist über. Jetzt wird's richtig übel für mich. Weil wenn der Tom kommt und wenn er jetzt noch eine 6 würfelt, dann kann ich ihm schon gute Nacht sagen. So, Frodo, darf er sich bewegen? Ja. Er darf sich bewegen. Kannst du angreifen noch? Muss ich angreifen? Tod ist tot. Tod ist tot. Ihr wisst ja, lieber ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach, oder? Ja. Okay. Ich habe K2, oder? Das heißt, hier ist eine höhere Kraft. Frodo hat keine Ahnung. Ich habe K2, oder? Dann versuche ich den anzugreifen. Klappt. Oh, jetzt wird's über. Kann ich mehr zaubern, natürlich. So, die sind paralysiert, der ist im Nahkampf, müssen wir Nahkampf machen. Willst du versuchen aufzustehen, Paralyse? Nach der Runde. So, ich habe nur einen Würfel, das ist schlecht, aber das wird klappen. Gegen, eins gegen eins. Entschuldigung, Grabbold hat auch Kampfhaft 3. Oh! So. Stärke 2 an. Ich darf zuschlagen. Oh! Gut gewürfelt. Ja. Sam, deck eine Verwundung. Wie sieht Sam aus? Der ist noch voll, oder? Der hat noch 2 Schicksal und 2 Leben. Da kannst du das Leben machen. Ja. Ja, Leben. Gut. Genau. So, gut. Frodo gegen den Grabenhold. Eine 6, eine starke 6. Oh! Auf die 6. 50-50. Auf die 6. Dann gib mal hier 50-50. Daniel für die gute Seite. Ja, mag ja. Immer. Das ist ein Verräter. Ein Verräter an der bösen Seite. Ich wollte das nicht. Ja, das war mir klar. Sonst immer nur Einsen. Ja, ja. Ich brauche eine 6 und du brauchst eine 6, um mich zu verwunden. Hau ihn weg. Hau ihn weg. Ach, nochmal. 6-4 brauchst du, denn noch kein Stich. Boah! Jawoll! Eine 4 noch in der. Wieso? 6-4. Achso, okay. Stärke 2 hat er, ne? Cool! Glück gehabt! Jawoll! Erwischt! Sag mal, warum schreist du für die böse Seite? Für die gute Seite! Und 2 Willenskraft verloren. Ich glaube, jetzt sollte man die Modelle wirklich wegnehmen, weil hier liegen ja echt das Modell am Boden. Wir legen die Verluste hier hin. So, dann gucken wir. Aber der Frodo hat einen Kill. Oh, Frodo hat einen Kill! Frodo hat einen Kill. So, jetzt wollen wir mal gucken hier. Mary mal probieren aufzustehen? Nein. Und Pippin? Ja. Pippin. Ach du Scheiße, jetzt steht er auch noch auf hier. Und dann kommt der Bombardier. Was machen wir jetzt? Ja, gegen Bombardier hast du eh keine Chance. Dich ganz schnell verpissen. Ini. Initiative. Ini, ja. Ah, im Hügelgrab hat er eine 3 gewürfelt. Eine 4. Ja, schon wieder Staffel. Unglaublich. Ja, Dann, was machen wir denn hier? Ich muss mit Frodo dahin. Kannst du überall helfen? Oder Grabenhollen töten. Richtig. Töte einfach alle. Ja. So, Goldbeere rufen. Ja, also wird das auch. Den einen Hobbit da, glaube ich. Aber Frodo darf ja nicht. Darf er das, sobald er einmal gesehen hat? Ja, ja, klar. Einmal so, genau. Gut, dann Frodo versucht mal. Jeder darf jetzt immer rufen. Nein, darf er sich bewegen. Ja. Ich glaube, der Nebel ist sogar. Der Nebel ist gelichtet, sobald ein Bombardier kommt. Gut, dann. Darfst du dich. Darf ich mich jetzt bewegen? Die Kiffer sind weg. Die Kiffer sind weg. So, ist der Gabagandalf. Sam versucht zu rufen, Goldbeere. Nein. Der kann eh nicht mehr zaubern. Schön ignorieren, ne? Ja, er kann schon noch zaubern. Er kann zaubern, ne? Stimmt, aber der ist dann aber nicht in Reichweite. Ja, aber ich kann ja zurücklaufen und wieder vorlaufen. Ja, komm, auf den Grabenhof drauf. Sam ist drauf. Boah, der haut drauf hier. Sam ist doch der Berserker. So, und Mary? Nein. Und stellt sich... Oh, versucht ihn hier anzugreifen. Nee, das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert. Nee. Zeig ich, das funktioniert nicht? Das ist zu weit. Die Lusche! Der hat doch Mut 4, oder? Der Mut 4, ja. Ach, scheiße! Ach. Ja, da. Den kommt. Gott. Darf er mit dem Positives nicht rufen? Nee, kannst du aber eben wach machen. So, dann tun wir die hier her. Und dann kannst du den bezaubern und dann ist er wieder da. So ein Scheiß, ey. Wie weit ist das mit dem 2-6? 3-2 hat der, glaube ich, nur. Ja, doch so. Das reicht. Das reicht. Das reicht. 3-2 auf die 2 plus. Warte, wir müssen in dem alten Regelbuch gucken. Weil da hat ja andere Regeln, ja. Ja, jetzt wird Tom Bomber den Zauber wahrscheinlich. 12 Zoll! Ach, 12 Zoll, ja, ist ja eh egal. Hätte er eben schon zaubern können. Na gut, auf die 2 plus. Oh, ist wieder was für eine Überraschung. Und er ist vollkommen wiederhergestellt. Also Pippin hat wieder
Nee, ist nicht Pippin, das ist Merry. Ja. Merry ist wieder komplett da. Voll, da kann ich ja, da kann ich ja mit Merry mich weiter bewegen, oder? Ja, Merry kannst du dich jetzt bewegen. Dann kann auch Goldbeere versuche ich, Goldbeere zu rufen. Genau. Nein. Aber und ich versuche hier den Krabbenhold anzugreifen. Ja. Leute, das ist doch unfair, bitte. Das ist ein Scheiß hier. So. Ja, du bist dran. Nahkämpfe. Oder willst du nicht mal einen? Zauber, da wird jetzt gezaubert hier. Zauber, Zauber, Zauber. Okay. Ja, aber ein Bomben... Tom werde ich, ne? Genau. Versuch Tom zu bomben. Das Problem ist, der ist schon so scheiße nah, dass ich ein Problem habe. Warum hast du ihn den zwei Würfel weggenommen? Hm? Hätte doch noch den Würfel hier. Er ist leer. Ja, und er? Hat noch zwei. Ja, ich hab noch Stimme. Ha, der mogelt ja, der Kollege. ich möchte den hier paralysieren mit drei Würfeln. Der braucht das dringend. Ja, hinter 6. Magieresistenz? Nein. Nein. Der Kollege liegt wieder am Boden und der Bock am Boden zu liegen. Ja. Ja, Nahkampf, oder? So, und jetzt wird eine erschlagen hier. So, dann möchte ich ja mit dem hier anfangen. Jo. Oh, oh. Drei. Oh, oh, oh. Hau ihn platt. Hau ihn platt. 6-4. Ah. Ja. Sam. 1, oh. Wird schlecht. 2. So, Sammy. Komm. Sammy. Komm. Auf die 6. Ja! Ich wollte schon mal ein Leben verloren. Jetzt brauchst du ein Schicksal, ja. Jetzt muss ich ein Schicksal einsetzen. Ja, ach, das ist Alter Falter hier. Hui, hui, hui. Ja, Tom Bommel, du musst jetzt mal was machen, ne? Ja. Initiative. Initiative. 6. 5. Hat schon wenig. Ja. So. Ich glaube, du musst mal wieder aufladen, jemanden, ne? Aufladen kann ich nur, wenn ich im Base-Kontakt bin, ne? Nein, alles. Zauberspruch. Ja, Zauberspruch. Hast du eben schon gemacht bei ihm. Ach, der ist schon voll. Der ist schon zu voll. Ja, ihn wir füllen oder so. Oder Sam. Ja, ich muss Sam voll machen, glaube ich. Der 12 Zoll sauber ich. Okay. Ich mach Sam voll. Oder versuche es. 2. Schafft. Sam ist schon asozial. Und dann greife ich ihn hier an. Da kannst du mich aber nicht verwunden, das ist richtig, aber okay. Dann halte ich dich vom Zaubern ab. Und hier, in der. Kommst du ran? Könnte ich rankommen. Mit. Ja. Wie mutig ist der da? Ich werde den jetzt kaputt schlagen, müsst ihr sehen. Ja, er hat noch ein Leben, ne? Und. Ja, er braucht bestimmt gleich. Willst du mit keinem versuchen, Goldbeere zu rufen? Ja, ich versuche jetzt mit ihm ja Goldbeere zu rufen. Der kann auch noch rufen. Und der? Jetzt, was machst du mit ihm? Mit Sam versuche ich zu rufen. Auch nicht. Und. Weißt du, der ist voll. Ja, davon. Reicht. So gerade. Ja, schaut schlecht aus für mich. Schaut ganz schlecht aus. Also, der Nahkampf wird automatisch getrennt? Ja. Genau. 1-1. Komm, jetzt geht mal was 2, hier. 2. 5 und jetzt hau ihm am Boden her, den blöden Affen, den. 4. Na, auf die 5, glaube ich. Auf 5. Stärke 2, auf Verteidigung 4. Ja. Das bringt nichts. Das war's. Dann Sam noch. 1 gegen 1 jetzt nochmal. 3, 2. Oh, jetzt mal ein Blatt. Ja. Aha. Inni. So nicht. 5. 6 wieder. Ich hab überhaupt nicht mitspielen hier! So, wer wird jetzt gefüllt? Der Alte, der schwach ist, ne? Hier. Er ist noch schwach. Wie ist mit Pippin? Ja, der ist schwach komplett. Den musst du auffüllen. Ja, den fülle ich auch auf. Jawohl, der ist auch voll. Jetzt sind alle ja voll, jetzt ist alles wieder. Schön, wir haben vergessen, den aufzuwecken. Achso. 6. Und du darfst nochmal auf die 6 würfeln. Also, zweimal ja, auf genau. Die 6. Nee. So, warte, sorry, haben wir vergessen, Paralyse aufzuwecken. Er ist wieder da. Also nicht wieder da, aber. Jetzt voll kann er auf den drauf. Genau, Frodo auf ihn auf. Ja. So nicht. Vorher 6 noch würfeln ja, und Goldbeere zu holen. Oder ne, die Willenskraft hat Frodo vorhin mal ausgegeben, ne? Ja. Ja, da könnt ihr aber 2 Helden draufsetzen. Jetzt wieder erstellen. Und ja, Goldbeere. Mach ich doch. Oh, das ist aber schön asozial. Er setzt einfach seine Willenskraft ein. Heldenpunkt. Den meine ich ja. Achso, nicht leben. Kurz wäre tot. Und
Er versucht ihn anzuwerfen. Das sind die 6 noch würfeln für Goldberg. Ja, mache ich noch. 2x6 würfeln. Nein, das ist 6, aber nur in Summe. Und Sam, jetzt kommt sie. Ich spiele das Goldbeere. Na, dann warte ganz kurz. Ja, ja, ja. Er greift an. Oh. Okay. So, der wird getrennt wieder. Genau. So, jetzt kriegt der hier auf die Schnauze, sehe ich schon. Nee, der haut jetzt platt. Na, 4 ist schon mal nicht schlecht. Ah. 5. Na, jetzt kommt drauf. 6. Ja, 6. Wer ist denn das? Schon wieder froh. Du wirfst ja nochmal. 1 bis 3 ist es Pippin. Das ist Frodo. Frodo. Und. Ah, würdig. Und hier, Sam. Genau. 1 gegen 1. 3. 3. Olli. Ach, Leute, jetzt würfel euch auch katastrophal schlecht. Oh, ja. So, ja, ist nicht viel passiert. Nee. Ini. Aufstehen. Achso, ja. Aufstehen. Zweimal. Jetzt steht er. Scheiße. Jetzt ist auch er da. Ich glaube, dein Willenskraft geht raus, Olli, ne? Initiative. Also 4. Nicht, Olli. So 5. Nicht. So, ich lade Frodo wieder auf. Ja. Ja, ja, das ist dann wieder voll, ne? Also ist das so quasi jetzt alles voll, oder? Ja, alle sind voll. Nee, der macht, glaube ich, immer je einen Heldentum Willenskraft. Nee, in der Variante pumpt er komplett voll. Alle. Du, im Prinzip hat der Timo recht, aber in dieser Variante pumpt er ihn komplett voll. Und die brauchen wir ja. Kommst du mit dem dran? Um den einen zu kriegen. Hast du nur direkt rangehen. Und dann gehst du mit dem rum. Genau. Na, dann umkreist du den doch, oder? Ja. Ja. Gucken wir mal so. Also komme ich hier hin. Da ungefähr. So, dann mache ich mit Frodo. Erstmal versuchen, Goldbeere zu rufen. Habe ich jetzt nicht verstanden. Nein, manche alles. Und. Ja, wir beide gleichzeitig töten. Ja, so den anzugreifen. Schafft er auch. Okay. So. Willst du nicht rufen noch? Ja. Nein. Ja, der will unbedingt die Goldbeere haben, die kommt aber nicht. So, er versucht zu rufen. Nein, ja, die will nicht. Die ist grimmig. Er versucht den Grappen halt anzugreifen. Nein, so wird das nicht. Nein. Der hatte Stress mit hat aber, hat aber wieder Windskraft, richtig? Ja, keine Windskraft. Die haben keinen Grund, das nicht. Im Profil nicht. Im Profil nicht, naja, dann. Doch nicht, aber der kann auch Goldbär rufen, wenn er will. Die Goldbär ist, glaube ich, zickig, weil der Tom Bombadil so nicht so nett zu ihm war. So, jetzt ist der Olli stinkig, ja? Jetzt gehe ich mal hier 3 Zoll zurück, lade mir auf, nehme eine Willenskraft und schieße eine Paralyse auf die 4 Plus auf diesen Stinker hier. Sam? Der hat wieder Willenskraft. Der hat wieder alles. Alles. Also 2, glaube ich, ne? 2. Wow. Jo. Was war denn das? Ich wollte ihn nicht runterfallen lassen. Greif dich trotzdem an. Zack, wieder zurück. Hat ja auch noch Stein geworfen. Okay. Und der hatte noch 2 Wins. Ja, wir haben ihn mit dem Würfel weggenommen. Ja, die nehme ich 2. 6. Auf wen denn? In hier. Ja, nur Geostance. Nein. Nein. Das heißt, ich mache 1 Zoll und dann bewege ich mich 5 Zoll in diese Richtung mit dem. Im Schlepptau mit dem Kollegen hier. So, irgendwo muss ja auch einer mal hier abnippeln, oder? Zieh ihn mit. Ja, dann Nahkampf. Ja. Da, der ist eingekreist dann gleich. Wenn 5. Nahkampf gewinnt. Sehr gut. Na, musst du von sehr ziehen. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also, du machst so. Ich schlage auf den vorderen. Frodo? Ne. Da hinten? 5. 2. Nein. Darf ich trotzdem im Schlepptau trotzdem versuchen aufzustehen? Denke ich schon, oder? Lies doch mal durch, ich könnte ja schon. Ja. Initiative Würfel. Ini, ja. 5. Du kannst ihn ja wieder einparalysieren. Oh ja. War doch nichts verloren.
Mit Frodo versuche ich anzugreifen, wenn das reicht. Ja, reicht. Kommt dran. Drauf. Goldbeere kommt nicht. Wahrscheinlich kann ich den nicht modifizieren, ne? Den Wurf. Denke ich nicht. Brauchst du Goldbeere? Nicht mehr, ne? Ja, der kann auch versuchen aufzustehen, wenn er den okay, dann durch die Gegend getragen hat. Versuch nochmal. Nein. Gut. Er versucht ihn anzugreifen. Jo. Der Bombardier versucht ihn hier aufzuwecken. So nicht. Und greift ihn hier an. Möchte Pippi nicht verlieren. Und Sam versucht hier vorne anzugreifen. Der mutige Sam da hinten. Gut, damit er hier getrennt. Mhm. Was wäre das? Die sechsten Fall. Herr Frodo. Zwei. Kannst du modifizieren, aber musst du zwei draufpacken. Fordert auch keiner rein. Hm? Fordert ja auch keiner rein. Ja, aber wenn du zwei Enden drauf draufpackst, dann hätten wir gewonnen. Oder eins und zwei. Oder ignorieren. Alle beide. Gut. Frodo wieder blank. Nix. Lass er den fallen. Ja, nicht hart. Aber. Nicht hart. Dann hier Sam. Ich habe eine 5. Komm, Sam, geh jetzt nach Hause. Jawoll! Wie viele Lebenspunkte hat er noch? Voll, der ist ja voll. Scheiße, dann kannst du doch akzeptieren. Ja. Das ist ein bisschen kompliziert, wenn du aufladen und runter machst, um aufzuschreiben. Initiative. Aufstehen? Oh, aufstehen? Nein, nein. Initiative. Ich hab noch gar nicht die Idee gehabt. Fällt mir auf. Ja. Dann ja, lad mal wieder auf, ne? Ja, ich lade mal Frodo mit dem Heldentum auf. Genau. Jo. So. So, gehen wir hier an ihn ran. Dann Frodo versucht anzugreifen. Jo. Pippin versucht anzugreifen. Ganz eine 6 vielleicht für Gold, ja? Achso, Frodo. Ja. Oh. Zweimal kommt er. Ja. Vier Sechsen mit vier Würfeln, ne? Goldbeere kann das gleiche, ne? Ja, ja. Dann versuche ich. Ist das asozial? Nee, wieder. Goldbeere ist immer noch zickig. Und Sam versucht hier den Grabenerband ganz anzugreifen. Jo. Oh. Okay, Nahkämpfe. Welchen Zahl? Machen wir mit Frodo zuerst. Tick. 6, uiuiui. Ja, kannst du? Willst du modifizieren um 50-50? Kann ich eh nicht viel tun. Nee. Ich schlage auf Mut 6. Nee. So nicht. Ja, Pippin. Ich glaube, wir halten aber lange durch, muss ich sagen. 5. 6. Nein. Mhm. Aber ich verwund nichts, das ist das Problem. Und 7. Jawohl, deine Verwundung für 7. Der hat schon eine Verwundung, oder? Ja. Das heißt, er muss Schicksal einsetzen, ne? Nein? Nein, komm, weg mit Schicksal. Mach ein Schicksal. Ja! Welche Farbe hat der? Gelb. Der kriegt gelb. Gut, der kriegt gelb. Oh. Der ist blass. Na, eine Runde. Iri? 3. 3. Ich hab. Ja, ich mach eine heroische Bewegung. Mit Frodo. Tu das? So. Ich muss dann da in. Du darfst würfeln, ob du aufwacht vorher noch. Achso. Letzte Runde. Der und der. Ja. Also er hier. Da darfst du zweimal würfeln, weil der im Kontakt ist. Aber er ist ja tot. Ne? Zweimal? Nein. Und der hier? Ich weiß nicht, ob der tot ist. Der ist nicht tot. Der ist paralysiert. Achso. Nee, fast. Okay. Also, ich kann nicht sterben. Nee. Okay, gut. Können erst wieder sterben. Wenn du wieder einziehst. Ja, genau. Ja. Frodo versucht, den hier anzugreifen. Schafft er. Tom Bombardier läuft erst einmal. Ja, braucht Unterstützung. Läuft mal in die Richtung hier. Versucht, Sam aufzuwecken.
Du musst 6 1. Achso, musst noch bei Foto stimmen. Ich muss dabei. Also bleiben. Ja. Komm, 1. Ah! Also wieder da. Okay. Sommer auch wieder. Brauch einen neuen Block. Du musst 3 Zoll von dem Hügelgrab und dann darfst du 6 Zoll paralysieren. Mhm. Mal, ne? Komm, dann. Zapp. Ich will nicht da sterben. Goldbeere. Ne, stopp. Die darfst du schon noch zuerst bewegen, ne? Achso, stimmt. Olli, der wird nur stehen. Ach, stimmt, genau. Hier darf ich noch. Ja. Der, glaube ich. Nee, der war auch nicht dran. Der stand okay. Okay. Und darf Olli sich jetzt bewegen. Ja, dann paralysiere ich den hier. Ja. Mit der 6. Magieresistenz. Resistenz. Nein. Nein. Da, wo haben wir denn? Dann muss ich mich einen halben Zoll rüber bewegen und dann kann ich mich 5,5 Zoll in diese Richtung bewegen. Und hab den bösen, bösen Hobbit in Schlepptau. So, hier muss ich wie viel zurückgehen? 2 Zoll. Ich gehe 2 Zoll zurück. Ja. Ich zauber eine Paralyse. Ja. Komm, 4 plus. Ja. Ah, so nicht. Aber ich greife dich wieder trotzdem an, indem ich wieder 3 Zoll nach vorne gehe. Okay, dann darf ich jetzt das Goldbeere oder so benutzen. Ihn hier wieder aufstehen lassen. Jo. Das ist frustrierend, Leute. Frustrierend ist das! Egal was ich tue! Ja gut, Goldbeere und Bombardier zusammen sind auch ziemlich unfair. Ja, dann war's das, ne? Okay. Aber ich, noch lebe ich, also ich habe länger aus. Du darfst ihn, glaube ich, noch bewegen, ne? Und? Der ist in Base-Kontakt quasi. Achso, die bleiben da. Okay? Fangen wir hier an. Jo. Ich hab ne 1. Ich auch. Du gewinnst, glaube ich. Nee, gar kein Kampf. 50-50. Du gewinnst. Für die gute Sache. Und jetzt hau ihn Platz. Jetzt hau ihn Platz. Ah, so wird er nichts. Frodo hat jetzt wieder einen Platz. Frodo. 6. Frodo, komm. Nein. Hättest du auch Helm schon drauf machen können. Nee, würde ich nicht. Wollte ich nicht. Und Sam. 1. Ja, der Olli gewinnt die Nahkämpfe, aber wundert ihr nichts. Aufstehen. Obwohl verwundert auch nichts bringt, Olli. Versuche ich immer aufzustehen. Nope. Ini. 5. 1. Heroische Bewegung. Der letzte Heldentum vom Boden. Ja. Gut, können wir ja auch wieder aufnehmen. Ja, gut, du Schluss. Ja. Sam hat auch Heldentum. Ach, stimmt. Also. Oh, Sam hat auch Heldentum. Der hat auch 1, ja. Ja, dann benutze ich das auch für ihn für eine heroische Bewegung. Dann versucht er hier erst einmal den Grabenhold anzugreifen. Schafft er. Was war denn alles drin? Oh, hier alle drin. So, er hier. Keine Windskraft mehr, er müsste zurücklaufen. Hat irgendwo der Hinweis, der Olli hat keine Willenskraft mehr mit Cross. Richtig. Ja, komm, er versucht den hier anzugreifen. Auch mal einkreisen hier. Nee. Oder auch nicht. Nee. Oder auch nicht. Bleibt er stehen? Er war noch in und sie war noch in und er hat auch noch. Sie versucht. Mary wieder auch zu erwecken. Nein. Zum zweiten Mal. Die hätte echt keinen Bock, ne? Aber zum zweiten Mal nennt man das. Legt sich hier hin. Und er versucht. Er versucht auch, Mary zu erwecken. Jo. Vier. Wo ist er denn? Da ist er. Genau. Läuft der andere Mittel? Ich weiß gar nicht, ob das noch gilt, dass ob der in der heroischen Bewegung ist. Ich kann mich hier nicht mehr bewegen. Nur da hinten. Ja. Und dann? Also ich kann mich ja gar nicht mehr bewegen. Nur da hinten. Also du kannst auch die nicht angreifen. Ja, okay. Er muss 6 Zoll. Gut. Ja, 4 Zoll.
von diesem doofen Hügel gerade weg. Und er versucht ihn anzugreifen. Nee, jetzt wird es schwierig für mich. Das ist alles hier und ich habe keine Chance. Darf er bewegen, ne? Olli? Darfst du halt Olli bewegen? Ne? Ihm und ihm. Darfst du auch nur da bewegen? Gibst du mir bitte ein Maßband mit der Spiel? Das ist meins übrigens. Ich gehe 2,5 Zoll zurück. Zauberer auf den Pipin. Mit der 6. Wir standen. Ich schau trotzdem drauf. Ich gehe wieder 3,5 Zoll vor und hau jetzt auf den drauf, den Kollegen. Das hast du den Stand, den ich immer haben wollte. Das wolltest du nicht angehören. Ja. Und auch das gleich mache ich gleich mache hier. Okay. So. 3 Nahkämpfe. 1. 1. 6. Komm, jetzt brauchst du verbunden jetzt aber. So nicht. 2 gegen einen. Unterschiedlich würfeln. Frodo hat kein Heldentum mehr. Ist egal. Ist ja, ein Kill. Okay. Ach so. Außer du denkst, du killst nichts, dann. Frodo ist der Große. 6. 6. Hau drauf. Aha. Frodo. Scheiße. Sam könnte auch noch Heldentum draufsetzen. Ja, aber bringt ja nichts, ist ja tot. Ach so. Ne, du warst noch, du musst ja nochmal würfeln. 6. Ach so. Mit Frodo hattest du eine 6, mit Sam hattest du eine 5. Ja, du kannst ja einzeln würfeln. Du kannst ja, würfel mal den Frodo fertig. Genau. Würfel nochmal auf Frodo. Frodo. Könnte ich noch nicht. Aber du könntest. Ne, ich kann Sam könntest du nämlich auf die 5 Heldentum draufsetzen. Ist das nicht Sam? Das ist Sam da hinten. Ach, das ist Sam. Ne, da hinten ist Sam. Wir haben aber ganz ehrlich gespielt, dass das Sam ist. Ja, genau. Wir haben, das ist eigentlich mehr. So, okay. Figuren sind nur vertauscht. Ah, das ist Sam. Genau. Ja. Mary hat ja kein Heldentum. Ja, aber dann lebt der Unheil noch. Achso, dann lebt er noch. Brauchst du 6-4? Ja. Ja. Ich hab kein Heldentum mehr. Nein, hat kein Heldentum aktuell. Ini. Ini. Da hinten ist noch ein Kampf. Ne? Achso. Achso. Ja. Ich hab einen 2 gewürfelt. Ein Tod, das reicht gut. 5. 5 reicht nicht. So, jetzt aber Ini. Jetzt auch Ini. Das muss keiner. 2. 4. Ja. Boah, ist das ein langes Spiel, ey. So, jetzt hast du keine Heldentum mehr, wo du hast. Oh, die kannst du bewegen. Richtig. Ich habe keine Willenskraft. Nicht unbedingt. Nicht genug. 2,5 Zoll. Paralyse auf den Kollegen hier. Nein. Und ich greife dich an. Okay. Ja. Weiter. Okay. So. Goldberry geht hier hin. Und lädt Frodo auf. Mhm. Jo. Jetzt, glaube ich, wird man gerade noch halt sterben. Und Bombardier. Lädt Sam auf. Ja. Ist auch voll. So, alles voll jetzt. Jetzt geht's ran. Was neues ran Papier? An die Grabhörer. Was neues Papier? Nee, es klappt jetzt. Das ist ja alles voll. Das ist ein leichter Stand. Ja, 1 gegen 1. Komm, hier. Mach ich mal was. 4. 1. Jawohl, der ist paralysiert, der Kollege. Der kann auch ein Schicksal. Ich hab noch ein Schicksal. Achso. Der nicht paralysiert wird. Ja, Scheiße. Hast du da geschafft? Wer ist das? Pipin. Das ist Pipin. So, ich habe hier einen Würfel. Ah ne, du gehst automatisch. Ne, der ist nicht dran, der ist nicht dran. Achso, okay. Der ist nicht dran, nur zum Blockieren. Okay, da stirbt einer, haben wir gesagt. 3. Ja. Fünf. Wer ist wer eigentlich von dem? Die Großen sind Frodo. Ja. 6-4 brauche ich, ne? Ja. Du setzt einen Heldenturm drauf, dann brauche ich jetzt noch eine 3 hier, nicht, ne? Ja. Du brauchst noch einen Heldenturm. Jawohl. Das ist ein Kill für Frodo. Und ein Heldenturm. Das ist schon sein zweiten und nur halt erschlagen. Ja, und dann haben wir noch 1 gegen 1. 5. 5. 50-50. Und. Oder willst du? Ne, dann mache ich Heldenturm drauf. Okay. Und. Ne. So nicht. Ini. 2. 1. So ein Heldentum mit Frodo. Frodo hat 1, ja. Ja, mach ich eine heroische Bewegung mit Frodo. Alle hier drin. Versuche, ihn anzugreifen. Mhm. Ah! Goldbeere versucht Frodo aufzuladen. Mhm. Das auch schafft. Was für eine Überraschung. Und geht hier hin, ohne ihn anzugreifen. Gut. Mal gucken, ob Mary da reinkommt. Ne, kann er nicht. Dann geht er mal in die Richtung. Hier Sam helfen.
Das ist ja jetzt schon fast unfair, was er nicht macht. Und er versucht auch anzugreifen. Jo. Das hilft auch mit einem Willenskraft nicht. Nee. Hat er nicht mehr. Hat er ihm ausgegeben. Achso, dann. Oder? Nee, Willenskraft. Ja, nee, Schicksal. Scheiße. Ausgegeben. Ja, dann darfst du. Ich packe. Mit welcher Willenskraft packe ich? Ja, du. Ich greife ihn an. Was soll ich da machen? Okay. Willst du was mit dem Bombardier machen? Ja, Bombardier mache ich auch noch was. Ich meine, was soll ich machen? Das sind alle voll, ne? Nein. Wer ist Schicksal weniger? Ein Heldentum weniger. Er hat ein Heldentum weniger. Hat er eben ausgegeben zum Modifizieren. Ach stimmt. Ja, dann versuche ich ihn hier. Hast du ja aufgeladen. Aufgeladen. Aufzuladen. Guck dir mal die Liste an. Das musst du jetzt mal angucken, ja? Wie oft ich gestrichen habe und was ich nicht mehr alles. Zing, 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 zing. So. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Eins. Fünf. Nee, so nicht. Was ist das? Eins gegen eins. Zwei. Sechs. Nein, vier. Auch nicht. Nee, nee. Nee, nee. Sechs. Vier. Vier. Mach ich wieder eine heroische Bewegung. Mit ihm und mit ihm. Mhm. Oh, warum nur Heldentum ausgeben? So, Frodo. Ja unendlich. Frodo. Ja, ja. Greift an. Zwei Runde. Goldbeere stellt sich hier hin, versucht Frodo aufzuladen. Und glaub, Pippin versucht anzugreifen, diesmal. Wieder nicht. Wieder nicht. Wieder nicht. Feiger Pippin. Ich glaube, wenn die Goldbeere oder Bomber die Elite singen, dann besteht das Modell auch in der Runde jeden Mut-Test. Ja, aber der war ja nicht betroffen. Nee. Nee. Der wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ja. Sam versucht, den Grabunod anzugreifen. Nein. Jetzt Willenskraft? Wenn ich Willenskraft. Willenskraft einsetze. Wieder aufladen. Tom, mal die Lady wieder auf. Ja, ja, okay. Warte doch erstmal die Runde ab. Ja, was ist das mit dem hier? Der ja, dann haben wir wieder ein 1 gegen 1 hier. Immer dasselbe Muster. Ich habe 4. 2. 5. Bringt nichts. Reicht nicht. Heiliger. Sam. 1. 6. Ja! Paralysiert. Ja, nee, ist er nicht. Nee. Lebenspunkt. Ich habe zwei Lebenspunkte. Ich lasse es jetzt einfach mal. Vini. Vini. 4. 4. Ich hab. Ja. Frodo greift an. Und du kannst ja auf ihn zaubern erst, dann kann er auf jeden Fall Mutfest auf ihn. Nee, nee, da hab ich das nicht. Das funktioniert nicht. Vergiss das. Das war was anderes. Mary so. Greift Pippin greift an. Diesmal schafft das. Der Quicken ist lead. Die sind voll, ne? Nee, der ist voll. Nein, der hat ja einen Heldentum weniger. Hm? Der hat doch eine heroische Bewegung voll gemacht. Ja, ja, der wieder aufgeladen. Danach habe ich ihn wieder aufgeladen. Ah, dann aufgeladen. Gerade dann versuche ich. Er hat ein Schicksal weniger. Ja, wieder aufzuladen. Nein. Nein. Aber ich versuche ihn hier zu blocken. Halt. Sam greift an. Schafft er. Pippin greift an. Nee, Mary greift an, ist das. Ich komme damit. Nein. Nein. Und Tom Bombardier versucht, Sam aufzuladen. Ja. Wir sind gelangweilig. Egal, was ich mache, die leben wieder. Ja, einer gegen einen da. So. Eins, drei. Drei. So. Kill für Sam, ich spür das. Nein. Nee. So, der große. Das muss man jetzt gesehen. Zwei, oh. Beide? Zwei Helden dunkel so aufsetzen? Nee. 50-50. Pippin? Jawoll! Schicksal! Nee, der hat ja kein Schicksal. Doch, hat er eben aufgeladen. Gerade aufgeladen, ja. Achso. Nee, hat er nicht geschafft. Stimmt. Hat gar kein Schicksal. Der liegt am Boden. Stimmt, oder? Ja, das liegt am Boden. Und drei hätte er auch nicht gereicht. Und noch nichts davon. Also der würfeln, ob der aufsteht. Genau. Genau, jetzt kannst du den Geld wieder versuchen. Steht er auf? Nein. Das wäre lustig gewesen, wenn er jetzt hätte. Ja. Es, spannend ist das falsche Wort. Wir würfeln eigentlich immer bis zum Ende. Drei. Ja, heroische Bewegung. Also man kann die letzten 10 Minuten Zeit drauf verlaufen lassen, ist immer das Gleiche. Ja. Frodo versucht anzugreifen, schafft er. Goldbeere versucht ihn hier
aufzustehen zu lassen. Mhm. Ja, versucht da direkt anzugreifen. Nee, 4 schafft er nicht. Aber es steht gut, dass ich eingekreist bin. Richtig. Ja, so. Kann ich, der musste vorhin 12 von dir zurückgreifen. Stimmt. Dann ist er. Sam greift an und er versucht es. Zieh das eigentlich hinaus. Ich halte mich gut, ich halte mich echt wacker. Ich kann noch nicht gewinnen. Mary greift an. So, jetzt Tom steppt er hinter meiner. Tom Bombardier versucht Sam aufzuladen. Okay. Die Faust Gottes, ne? Das war die Hand Gottes, haben Sie das gesehen? Zack, oder war die 1 da? Ja. Ja, 1 gegen 1. Ich hatte 3. Ich hatte 4. Frodo. 6. 4. Kill. Kill für Frodo. Tudum. 3 Kills in der Spiel, ja. Wahnsinn. Wow. So, da habe ich keinen Heldentum mehr, es ist egal, wie ich würfel. 5, das ist Kippe. 6. Und dann. Differenzieren bitte. Achso, ja. Sam? Nein. Mary? Auch nicht. Ja, okay. Wir müssen warten, bis Frodo kommt. Ich habe eine 1. 6. Kannst du ja jetzt auch einfach weglaufen. Dein Szenario ist. Warten wir alle hier auf. Das sind die beiden vorher? Frodo ist leer. Frodo ist leer. Hat eine Helde. Goldbeere, Frodo. Mhm. Ja. Jetzt rennt er da wirklich mit allen rüber und versucht mich da hier platt zu machen, ey. Ganz ehrlich, das ist ein moralischer Sieg für mich hier, ja? Das muss ich ganz offen sagen. Guck euch das an, aber wir haben eben noch so diskutiert, dass man sich aufs Szenario ziehen konzentrieren soll. Er rennt gar nicht weg. Ja, bleibt dran. Ja, Sam greift an. Ich glaube, es wäre schneller gewesen, hättest du einfach nur Tom Bombadil und Goldberg im Nahkampf immer gehalten. Hier ist, alles, weggelaufen. Hier ist alles voll, ne? Nee, der Sam hat einen Heldentum. Okay, dann versuche ich ihn aufzuladen. Jo, jetzt sind alle voll. Du fragst mich, wie viel Heldentum ihr in dem Spiel schon hatte. Das habe ich nicht mitgetrackt. Ich habe eine 4. Ja, war eine 4. 50-50 Wurf. Du gewinnst, darfst zuschlagen. Sam baut doppelt auf hier. Ja. Ah. Komm, wir pippen jetzt. Mary, komm, Mary, mach den. Mary? Ja! Den Mary hat einen Kill gemacht. Gibt's ja gar nicht. Ja, 4 Kills oder 4 Figuren, ist klar. Also, ich muss jetzt sagen, spannendes Spiel war es nur am Anfang. Danach habe ich, also, wie Tom da war, wusste ich, es wird knapp, auch wie dann Goldberry auch noch kam. Wusste ich dann. Obwohl die Sätze kriegt war. Ja, die war sehr aber ich muss ja ganz offen sagen, in dem Spiel waren Tom und Goldberry jetzt gar nicht so broken, weil ganz ehrlich. Viel gebracht haben die jetzt auch nicht. Du brauchst halt einen starken Helden, der da im Hintergrund steht. Wenn du dann so Pissenhelden hast wie die Hobbits, dann bringt das auch nicht viel, dass die so stark sind. Das ist genau dafür da, dass die Hobbits wieder aufgefüllt werden. Ja, ja, aber ich fand es sehr witzig, muss ich sagen. Das nicht das Auffüllen von den Profilen werden, sondern dass jedes Mal mit denen die Hobbits wieder aus der Paralyse erwächst. Richtig, das ist das Mächtige. Das ist richtig. Und es ist auch der Grabunhold, der sich dann den Hobbit schnappt und zum Hügelgrab rennt und zwischendurch wacht der Hobbit wieder auf. Gut. Einfach. Ich fand es ein witziges Game, oder? Ja, Würfel müssen wir nicht, die sind alle voll. Alle voll? Alle voll. Und wenn es euch gefallen hat, dann liken. Abonnieren und genau. Nächstes Szenario gucken. Genau, nächstes Szenario gucken. Seid gespannt auf das nächste. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Tschüss.